Hallo und willkommen zu den News. Mein Name ist Sophie und ich begrüße Sie ganz herzlich. Das sind unsere Top-Themen. Das neue Rathaus feiert 100-Jähriges. Gründungsveranstaltung der AG Bürgerhaushalt. Am 13. November 1912 wurde das neue Rathaus durch den damaligen Oberbürgermeister Dr. Ludwig Ernst Thune eröffnet. Heute, 100 Jahre später, begeht Oberbürgermeisterin Dr. Viola Hahn mit einem Festakt dieses Jubiläum. Großer Andrang herrschte beim Tag der offenen Tür am 13. November 2012. Anlass war das 100-jährige Bestehen des neuen Rathauses. Um 11 Uhr fand zunächst ein öffentlicher Festakt im Rathaussaal statt. Oberbürgermeisterin Dr. Viola Hahn eröffnete den Tag und lud die zahlreichen Gäste ein, das abwechslungsreiche Festprogramm wahrzunehmen. Ich bin mir sicher, dass es heute viele gute Gespräche geben wird, in denen weitere Anregungen für unser Gera geboren werden. Bis 18 Uhr fanden Gesprächsrunden und Sprechstunden der Fraktionen statt. Des Weiteren konnten die Besucher an Führungen mit der Gerschen Fettgusche durch das alte und neue Rathaus teilnehmen. Programmauszüge des Kabaretts Fettnäpfchen, Ausstellung und der Blick vom an diesem Tag geöffneten Rathausturm rundeten die Veranstaltung ab. Für den 16. November lädt Oberbürgermeisterin Dr. Viola Hahn zur Gründungsveranstaltung der AG Bürgerhaushalt ein. Ab 16 Uhr werden engagierte Mitstreiter ihre Erwartungen formulieren und einen Sprecher wählen. Ines Wegner von der AG Regelwerk Bürgerhaushalt erklärte, das Ziel sei in erster Linie Transparenz in die kommunalen Finanzen zu bringen. Des Weiteren betonte sie, dass der Bürgerhaushalt helfen solle, die richtigen Prioritäten für die Stadt Gera zu setzen. Die AG als parteipolitisches Gremium sieht sich als Bindeglied zwischen den Bürgervorschlägen und der Stadtverwaltung sowie dem Stadtrat und dessen Fachausschüssen. Alle interessierten Bürger sind herzlichst zur Mitarbeit willkommen. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Das gilt auch für den Umgang mit Medien. Das Projekt Medienzwerge der Stiftung Medienkompetenz Forum Südwest beschäftigt sich mit dem Thema frühe Ausbildung von Medienkompetenz. Manipulierende Funktionsweisen durchschauen, mediale Eindrücke bewerten, dies sollen Kinder schon zeitig erlernen und darin besteht die Aufgabe der Stiftung. Die Broschüre Medienzwerge informiert über Konzepte, praxiserprobte Strategien und kindergerechte und fürsorgliche Medienerziehung. Diese können Sie bei Interesse gegen Einsendung der Portokosten in Höhe von 1,45 Euro über die Adresse Stiftung Medienkompetenz Forum Südwest, Bürgetalk, Turmstraße 10 in 67 059 Ludwigshafen erwerben oder telefonisch unter 0621 52 02 242. Der Baum des Jahres 2013 wurde am 25.10.2012 gekürt. Gewählt wurde dieser zum 25. Mal durch Dr. Silvius Wodatz, Präsident der Baum des Jahres Stiftung. Gewinner ist der Wildapfel Malus silvestris als fast vergessene empfindliche Schönheit und einer der seltensten Bäume Deutschlands. Hartwig Fischer, Präsident des Deutschen Jagdschutzverbandes, übernahm die Schirmherrschaft. Deutsche Baumkönigin des Jahres 2013 ist Theresa Erdmann, die sich bei einer Feier im Berliner Zoo vorstellte. Weitere Informationen zum Baum des Jahres finden Sie auf der Homepage www.baumdesjahres.de. Im Rahmen der Aktion Umverteilen, Reichtum besteuern, startete die DGB erneut eine Verteilertour in Gera. Den Reichtum verteilen und gerecht besteuern. Das ist das Anliegen der DGB. Am 1. November trafen sich die als Robin Hood verkleideten Verteiler in Gera vor dem Kultur- und Kongresszentrum. Die Reichtumsuhr demonstrierte die Verteilung des Vermögens in privaten Haushalten. Maßnahmen ergreifen, die zu einer gerechten Verteilung von Vermögen führen, ob national oder international, ist die Forderung der DGB. Deshalb werden auch weiterhin Unterschriften gesammelt. Informieren können Sie sich bei der Kundgebung des DGB-Kreisverbands Gera. 2000 Euro für Geras Leuchtturmprojekt Hand in Hand. Anlässlich der bundesweit 500. C&A-Filiale wurde der Spendencheck für die Stadt von Annette Herröder, Leiterin des Gera C&As, überreicht. Laut ihr sollen die Spende Projekten oder Initiativen im Bereich Eltern und Kinder zugutekommen.
Freiwillige Ehrenamtliche engagieren sich seit 2009 für Kinder, ältere, behinderte Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit sozialen Problemlagen. Kreative Köpfe, aufgepasst! Ab sofort können sich Schüler und Schülerinnen bis zur 13. Klasse beim 43. Internationalen Jugendwettbewerb Jugendkreativ beteiligen in Form von Bildern und Kurzfilmen. Das Thema dieses Jahres lautet Entdecke die Vielfalt, Naturgestalten und ist ein Projekt der Gera Bank EG, in der auch die Teilnahmeunterlagen bei Herrn Hartmann erhältlich sind. Einsendeschluss ist der 21. Februar 2013. Weitere Infos zu Wettbewerbsbereichen und Preisen finden Sie unter 0365 83 93 451 oder auf der Homepage www.jugendkreativ.de. Kommen wir nun zum Sport. Willkommen zu den aktuellen Sportnachrichten. Die BSG Wismut Gera ging im Spiel gegen den Tabellenführer SV Stadt Jena mit einer Niederlage nach Hause. Die Kornelf zeigte sich im Spielverlauf eher defensiv. Ein schnell ausgeführter Freistoß hätte für die Gäste die Führung heißen können, aber Schmidt scheiterte am Schott-Torhüter. Jena machte es besser und landete kurz vor der Pause das 1:0. Mit einem überraschenden Ausgleich in der 51. Minute schöpften die Gera nochmal Hoffnung. Doch Jena ließ sich durch nichts beeindrucken und spielte sich mit guten Kombinationen durch die Wismut-Abwehr und holte sich damit die Führung. Kurz darauf setzte Jena wieder zum Torschuss an, doch diesmal konnte Keeper Just klären. Dennoch war das Glück in der 86. nicht mehr auf der Seite der Gera. Barner wurde mit einem Kopfball das 3:1. Und somit war die Partie auch entschieden. In der Schlussphase wurde noch eine Gelb-Rot-Karte an Schmidt verteilt und zuvor eine gelbe an Dimitri Puhan. Und somit werden beide Spieler nächste Woche pausiert und nicht für die BSG Wismut kämpfen. Und auch der SG Ilmenau-Arnstadt trat am 10. Spieltag gegen den FFC Gera an. Es lief von Anfang an sehr gut für die Gera, trotz des Ausfalls dreier Spielerinnen. Sie gingen gründlich auf dem Feld vor und nutzten jede Lücke. Schon in der zweiten Spielminute gingen sie in Führung. Nur 4 Minuten später fiel das 2:0. Das beste Tor des Tages lieferte Lisa Hein aus 20 Meter Entfernung ab und sorgte für großen Jubel. Nach der Halbzeit stand es bereits 5:0 für Gera und dies sollte längst nicht die letzten Tore gewesen sein. Nach Anpfiff regnete es, doch auch das konnte die FFC-Frauen nicht aufhalten. Der schwache Gastgeber machte es den Gerern sehr leicht und schien vom Pech verfolgt zu sein. Janine Stachau fiel schmerzvoll auf den Rasen und ihre Gegner spielten passgenau jede Chance aus. Nur zweimal wurde der SG gefährlich. Der FFC gewann schließlich haushoch mit 8:0 und steht nun auf Platz 2 der Verbandsliga. Damit gebe ich zurück an Sophie. Danke, Annalena. Haben Sie diese Woche schon etwas vor? Wenn nicht, dann haben wir hier ein paar interessante Vorschläge für Sie. Selbsthilfe ist bunt. Die SRH Waldklinikum Gera GmbH und die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen der städtischen Ehrenamtszentrale veranstalten diesen Aktionstag am 21. November von 10 bis 16:30 Uhr im Clubzentrum Komma, Heinrichstraße 47. 22 Selbsthilfegruppen aus Gera stellen sich vor. Außerdem wird das SRH Waldklinikum und die Ehrenamtszentrale sich und ihre Aufgaben vorstellen. Neben Lungenfunktionstests, Messung der Sauerstoffsättigung, Workshop zur gesunden Ernährung werden auch 2 Fachvorträge gehalten. Am 6. November wurde die Ausstellung Antisemitismus in der DDR im Jugendhaus Shalom eröffnet. Das hat es bei uns nicht gegeben. Antisemitismus in der DDR. Dies ist der Name der Ausstellung im evangelischen Jugendhaus Shalom, welche am 6. November von der Historikerin Dr. Annette Leo eröffnet wurde. Gefördert wird die Ausstellung über den lokalen Aktionsplan zum Bundesprogramm Toleranz fördern, Kompetenz stärken und organisiert vom evangelischen Jugendhaus Shalom. In 8 ostdeutschen Städten recherchierten Jugendliche mit Unterstützung von Fachkräften über Antifaschismus und Antisemitismus. Die Ergebnisse werden in dieser Wanderausstellung präsentiert. Bis 26. November, Montag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr kann die Ausstellung besichtigt werden.
Bei Anmeldung ist eine Besichtigung auch vormittags möglich. Das Märchen Die kleine Meerjungfrau feiert am 17. November in Gera und am 27. November in Altenburg Premiere. Frank Engel inszenierte Hans-Christian Andersens Geschichte für das Puppentheater von Theater und Philharmonie Thüringen. Zu ihrem 15. Geburtstag darf die kleine Meerjungfrau endlich an die Wasseroberfläche schwimmen und auftauchen. Als sie aber einen jungen Prinzen vor dem Ertrinken rettet, verliebt sie sich in ihn. Um bei ihm sein zu können, sucht sie Hilfe bei der Meerhexe. Doch diese verwandelt ihren Fischschwanz in Menschenbeine, aber sie muss ihre Stimme als Pfand lassen. Um bei den Menschen zu bleiben, darf der Prinz nur sie lieben, keine andere, sonst zerfällt die kleine Meerjungfrau bei Sonnenaufgang zu Meerschaum. 17 Uhr geht es zu den genannten Terminen im Puppentheater in Gera los und um 10 Uhr im Heizhaus Altenburg. Am 23. November feiert das Kurmittelhaus in Bad Lobenstein 10-jähriges Bestehen. Dafür haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einige Highlights ausgedacht. Empfangen werden alle Gäste mit einem Glas Sekt oder Saft und für die Kids gibt es eine Kugel Eis. Damit feiert die Einrichtung 10 Jahre erfolgreiche Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation. Am 23. November findet im Großen Haus des Landestheaters Altenburg die 51. Veranstaltung der Reihe Klassik bei Kerzenschein statt. Unter der Leitung von Kapellmeister Thomas Wieklein, der auch das Programm moderiert, spielt das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera unter anderem verschiedene Operettenohrwürmer. Schauspielkapellmeister Olaf Kröger hat für dieses Konzert ein Stück komponiert. Flohwalzer, Konzertino für Klavier und Orchester wird uraufgeführt. Karten können Sie unter der Nummer 03547 58 5 177 reservieren. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, erfahren Sie jetzt von Annette. Sitzt November feste im Laub, wird das Wetter hart, das glaub. Mit dieser Bauernregel begrüße ich Sie recht herzlich zu den Wetteraussichten für die kommende Woche. Nach einer regnerischen Woche warten nun einige niederschlagsfreie Tage auf uns. Der Donnerstag beginnt wolkenlos bei minus 1 Grad. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf 7 Grad und der Himmel ist heiter. Ein leichter Wind weht und es kann neblig werden. Die Nacht zum Freitag vergeht bedeckt und niederschlagsfrei. Ruhig und trüb wird auch der recht bewölkte Freitag. Während es früh bei 0 Grad noch recht kühl ist, sind am Nachmittag bereits 5 Grad zu verzeichnen und ein mäßiger Wind weht uns um die Ohren. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf minus 2 Grad ab und es bleibt wechselnd bewölkt. Das Wochenende startet trüb und neblig bei 5 bis 10 Grad. Ein schwacher Wind kommt aus südlicher Richtung zu uns hinüber. Am Sonntag traut sich dann gebietsweise auch die Sonne heraus. Zum Wochenstart wird es teils sonnig, teils bewölkt und es bleibt weitestgehend niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 10 Grad. Die Nächte hingegen werden sehr kalt. Es warten also noch recht angenehme Tage auf uns, doch allmählich sollten Sie Ihren Garten winterfest machen. Und damit verabschiede ich mich und gebe zurück zu Sophie. Das waren die Neuigkeiten für diese Woche. Damit verabschiede ich mich und hoffe, Sie schalten auch nächste Woche wieder ein.